Hallo Leute, ich bin Jonas. Wir haben den 13.10.2018. Heute steht Bobo Jahr vor der Tür. Wir haben es 9 Uhr morgens und schon 19 Grad. Ich mache mich jetzt auf den Weg zu Henrik. Dann geht's ab auf den Kiez. Ja, es wird alles vorbereitet für den heutigen Abend. Ich nehme euch einfach mal mit und dokumentiere alle Schritte, alle Wege. Und ja, ich wünsche euch ganz viel Spaß dabei. Guten Morgen! Was geht? Ja, kommt rein, meine Lieben! Oh, schön! Moin! Was ist mit? Ja, bei dir? Ach, komm mal her. Ja. Das war nur ey. Oh, Julius! Mit der Cam! Wir begeben uns jetzt zum Auto, zum Mondu auf der Reeperbahn 136, famous fucking Kiez. Moin, wer ist da? Max Kirchner? Ich bin richtig bei dir, ne? Ja, okay. Oh, okay. Ah, oh Max! Das ist Maxien. Digga, Maxien. Das ist Maxien. Oh nein, ich hab deinen Nachnamen nicht eingesprochen. Du bist der falsche Max. Okay, okay. Yes, ich wollte den Max vom Technikteam anrufen wegen der Anlieferung. Aber. Ja, okay, super. Okay, dann bis später, ne? Wir gehen ein bisschen was einkaufen fürs Team. Damit die auch ein bisschen was zu futtern haben, weil wir werden jetzt auf jeden Fall ein paar Stunden dort sein. Ey, ohne Witz, mal eine ganz ernst gemeinte Frage. Warum sind Bio-Fatbread-Sachen immer in Plastik verpackt? Möchte ich euch hier mal in der Dunkel in den Raum werfen. Finde ich super scheiße, wirklich. Also ich kaufe häufig sogar die losen Sachen, die nicht Bio sind, einfach weil ich mich das Plastik hart abfuckt, so. Muss nicht sein, oder? Jojo, nimmst du die beiden Scheiben da, oder? Ich wie eine Tonne, Mann. Du hast ein einfaches Leben. Wollen wir einmal so grob durchgehen, was quasi alles ansteht? Ja, zum einen müssen wir halt den ganzen Technikkram irgendwie aufbauen. Dafür müssen aber die Jungs halt gleich erstmal kommen. Die Lieferung, Palmen und sowas kommen in 40 Minuten. Das heißt, Madmapper müssten wir einmal einrichten. Unten den Bildschirm müssten wir einmal einrichten. Und die anderen Bildschirme müssten wir anzapfen. Alle Bildschirme und Beamer, die jetzt hier montiert sind, die wird Michi ansteuern und wird Screencloud auf seinem Max laufen lassen. Ah, okay, okay. Ich check gerade unsere Facebook-Veranstaltung. Da wird es noch ordentlich rappeln. Und wir haben jetzt schon einige Vorverkäufe. Und bis 21 Uhr geht der Vorverkauf noch. Ja. Und das gucke ich mir gerade alles an. Du als Techniker kannst doch irgendwo erzählen, was wir hier alles haben. Ja? Ja, also wie du sehen kannst, 18 und 7. Also die Werte sind bei 187, das heißt alles im grünen Bereich. Also hier ist es im Zweifel, aber ich nicht. Das ist jetzt unsere Palmlieferung vom lieben Horst Kretschmann. Der Gute beliefert uns hier mal mit dem feinsten Grün. Ja, die schleppen wir jetzt rein, sind riesige Dinger. Wiegen auch nur ein paar Kilos. Deswegen packen wir jetzt mit ein paar Mann an. Eine kommt nach draußen, zwei auf dem Dancefloor und der Efeu wird überall so hingehängt. Die liebe Sophie. Hi. Das ist die Mrs. Fuhlendorf. Die regelt hier den ganzen Kunst-Shit. Und das macht sie ziemlich geil. Und deswegen dachten wir heute, weil ihr Handy nämlich im Arsch ist und sie ungefähr immer dreimal Sprachmemos macht, drei Minuten, bis sie dann endlich abschicken, weil sie davor immer abbrechen, haben wir ein neues Handy gekauft. Ja, die Sophie regelt hier ziemlich viel aus unserem Kunstbereich und deswegen dachten wir ihr, um ihren Hustle ein bisschen zu verbessern, schenken wir ihr dieses Fair Shift Phone. Ja, und wir wollten es eigentlich für unsere Doku aufs Video aufnehmen, haben dann aber vergessen, es bei der Kamera zu machen, deswegen stellen wir die ganze Szene für euch jetzt nochmal dar. Im typischen Kabel 1 Script gehen wir jetzt zu Sophie und überraschen sie ein zweites Mal. Wir werden sehen, wie ihre Emotionen gehen. Hey. Hi. Na? Na? Wir haben eine Überraschung für dich. Nein. Oh, ja, wirklich. Was? Und diesmal mit Kamera. Ein wow. Schiff-Phone. Seid ihr verrückt?
Oh Mann, ey, diese Doku wird sowas von crazy einfach. Mittagspause. Ja, ich bin der Klaas von K&M Entertainment. Ich und mein Kumpel Max, wir machen hier heute für die Bon Voyage das Licht. Das Ziel war, eine Dschungelatmosphäre zu erschaffen. 6 LED-Kannen, 4 verschiedene Moving Heads und Soundeffekten. Wie Regen, ab und zu soll es mal donnern und gewittern. Und wir versuchen das Ganze ein bisschen mit Licht- und Tontechnik umzusetzen. Es soll sich einfach in eine ferne Welt entführen und dich einfach alles vergessen lassen, was du so sonst erlebt hast an einem Tag, und dir irgendwie neue Eindrücke geben, dich verzaubern, dich mitnehmen, dich überraschen, dir einfach schöne Erinnerungen zaubern. Ich bin der DJ für heute Abend. Ich bin einer der beiden DJs heute Abend für Bass Escalation. Bass Escalation. Und werde demnach Musik machen und auch ein bisschen trommeln. Wir haben neu erarbeitet, dass ich mein Schlagzeugspielen mit ins DJ-Spielen mit reinbringe, dass es noch ein bisschen mehr musikalischen Wert kriegt. Das wird ganz, ganz übel. Ciao. Ultra, ultra. You are. Ich glaube, die Aufregung kommt wahrscheinlich erst heute Abend, aber jetzt gerade geht's. Die ganze Mannschaft ist wieder da. Also wir haben da auf jeden Fall eine ordentliche Summe an Tickets gekauft und schon mitgenommen. Es dauert alles ein bisschen länger als geplant, weil wir mit der Technik ein bisschen zu kämpfen haben. Wir haben echt viel angekarrt hier, 2 volle SUVs mit Technik, und das dauert jetzt leider ein bisschen. Und ich bin ziemlich hungrig, und jeder weiß, was passiert, wenn Nio hungrig ist. Irgendwie gab es hier ja so ein Kommunikationsproblem. Ich weiß nicht ganz genau, was dazu geführt hat, aber wir hätten eigentlich unsere gesamte eigene Hardware, die wir nicht besitzen, mit hierher schleppen dürfen, um die Screens und Beamer zu bespielen. Aber wir haben es jetzt auch so geschafft, und wie man sehen kann, wir haben Output auf allen Screens und auf den Beamern. Wunderbar, bin zufrieden. Der Banner wird gerade bespielt von einer wunderschönen Blume, wie du sehen kannst, aber das ändern wir gleich zum Projektionsmapping ab. Stay tuned. Und ich weiß nicht, wo der Beamer hin soll, um aufs Banner zu projizieren am Ende. Aber ich bin gespannt, was wir da hinzaubern können. Ob wir da was hingezaubert kriegen jetzt. Ansonsten müssen wir uns noch was anderes einfallen für die Projektion. Das ist echt eine blöde Lage. Also Henrik hat es nicht mit Absicht gemacht, aber miese Brise, dass der Beamer verschoben ist. Das löst negative Emotionen in einem aus. Bei M ist es auch nur auf der rechten Seite. Bei M ist es nur auf der rechten Seite. Oh, ich Idiot, warum? Also niemand hat damit gerechnet, aber Henrik hat es doch halbwegs schön wieder hingekriegt. Ich bin erstaunt, muss ich sagen. Wir sind ein bisschen früher da, machen noch 2-3 kleine Dinge und dann geht's los. Und dann werden wir mal schauen, inwiefern der Dschungel, den wir aufgebaut haben, die Leute verzaubern wird. Ne? Ja, es wird verzaubern. Leute trinken, ja, oder nein, es ist ein alkoholhaltiges Getränk. So, Jägermeister ist da. Funktioniert. Was hast du denn, stolperst? Zugenebelt! Jetzt seine Angestellte raus, kurz bevor ich hier komplett aufmache. Wow, ich sehe das.
emotionaler Take 1. Jonas steht vor der Kamera. 23, 24, yo. Was war jetzt einmal die Frage eigentlich? Also ich glaube, wenn man sich das Ganze anguckt, muss man, oder wenn man, ich fange ja mal an. Ja. Sehe ich genau so, aber beim zweiten Punkt würde ich sagen, dass wir noch ein bisschen mehr vom ersten mit hätten sein. Beantwortet das die Frage einigermaßen? Also man arbeitet Monate auf diesen einen Tag, bereitet alles vor und im Endeffekt an dem Tag, so das Datum, das brennt sich persönlich halt ziemlich in den Kopf ein. Ja. An dem Tag wird dann halt die ganze Vorarbeit released und es zeigt sich halt einfach wirklich, was man geleistet hat. Und das ist halt super geiles Erlebnis, was man auch merkt an unseren Emotionen, glaube ich. Ja. Ja. Es ist halt, was dieses Mal noch anders war als bei der ersten Beauvoyage, halt wirklich, dass halt ein großes Team dabei war. Also wenn man sich das mal anguckt, bei der ersten Beauvoyage waren wir mehr oder weniger zu zweit unterwegs und dieses Mal hatten wir ein Team aus, ich glaube jetzt grob überschlagen, knapp 10 Leuten oder sowas, die halt mitgeholfen haben und das ist halt eine ganz andere Dynamik beim Aufbauen und irgendwie, der Tag ging sehr früh los mit Kaffee morgens und da war direkt irgendwie schon eine geile Stimmung am Start und sowas. Ich glaube, das spiegelt die Doku auch irgendwie echt geil wieder und das war diesmal anders und das war diesmal auch sehr emotional für mich und sehr geil und unabhängig davon kommen halt super viele Menschen, die man kennt und teilweise auch nicht kennt und alle Leute sind happy, sind auch betrunken, aber es ist dann schon immer so, schon sehr emotional auf jeden Fall so. Allgemein so Event-Tage, wenn man lange darauf hinarbeitet, sind, würde ich sagen, mit einer der emotionalsten Tage, die ich generell kenne. Also auf jeden Fall mehr als irgendwie Weihnachten oder Geburtstag oder sowas. Ja, meine Nacht war sehr durchwachsen, sage ich mal. Ich trinke nicht sehr oft Alkohol und an dem Tag schon, weil wir mit Jägermeister ordentlich auf die Kacke gehauen haben. Dankeschön an Basti an dem Punkt. Ich habe zwei Highlights. Und zwar das eine war direkt, wo wir geöffnet haben, 23.15 Uhr oder sowas. Der Tätowierer hat sich noch nicht mal richtig vorbereitet und da steht irgendwie so eine Traube von 12, 13 Mädchen. Und ich gehe halt dahin und sage, Digga, wollt ihr alle tätowiert werden? Alle schreien mich so an, ja! Und ich so, wow, okay, war halt voll erschrocken. Und einfach die Sache, dass das so gut ankam direkt am Anfang, hat mich voll überrascht, aber war schon ziemlich geil. Und die zweite Sache war, Jägermeister, das Basti, ziemlich geiler Typ, dem machen wir recht viel in der Promotion zusammen, mir die Flaschen in die Hand gedrückt hat mit dem Auftrag, sie wegzuschütten und ich hab's gemacht. Wir können die Palmen und den Efeu nächstes Mal besser beleuchten und auf dem Bildschirm hatten wir ein paar Ideen, was man so Interaktives machen kann, davon haben ein paar Sachen nicht geklappt, aber alle Sachen, die nicht klappen, sind ein Gadget, was nächstes Mal kommt. Wie zum Beispiel Livestreams. Ich will das gar nicht spoilern eigentlich. Kannst du das rauscutten? Bei Beauvoyage ist die Reise halt in eine Welt, die fernab des Alltags ist. Und da versuchen wir, verschiedene Welten zu kreieren. Momentan haben wir diese Dschungelwelt, die hat verschiedene Charaktereigenschaften, wie zum Beispiel, dass sie verführerisch ist, elegant ist, skurril in erster Linie. Ja, da arbeiten wir viel mit Nebel, mit Lila, Rottönen, mit echten Pflanzen, mit so einem ganzen Kram. Und da ist es halt angedacht, auch noch weitere Welten zu kreieren, wie zum Beispiel eine Wasserwelt und noch ein paar andere Welten, über die wir noch nicht sprechen wollen. Und das ist eigentlich auch das, wo Beauvoyage hin soll. Also Beauvoyage, das ist der Grund, warum wir überhaupt eine Eventreihe machen. Wir wollen das Erlebnis immer intensiver gestalten und immer weiter optimieren. Und wir planen eine Modekollektion zu den verschiedenen Welten, die geplant sind. Wir können uns auch vorstellen, eine Open Air vielleicht mal umzusetzen. Und Ziel ist auf jeden Fall, mit Beauvoyage in andere Städte zu gehen und die beste Eventreihe Deutschlands zu werden. Wir können entweder so den YouTuber-Move machen mit so liken, follow und abonnieren und sowas, so auf richtig trashig. Nee, das ist selbst das Trashige davon ist ausgelutscht. Ey, lass mal einen Abschlusssatz kreieren jetzt, aber jeder von uns sagt nur ein Wort. Regen ist Kacke. Ja, egal, Alter, lass jetzt. Oh, Digga. Junge, hey, lass dir gleich eine. Sah das gut aus? Nein. Ich würde dir echt gerade gerne eine klatschen. Ich mach's nicht aus Prinzip. Wir freuen uns das nächste Mal auf euch. Wir werden alles geben. All Input ins nächste Event, wie ihr es kennt. Und es wird geil. Tschüss! Haut rein, Mann. Wir sehen uns. Bis bald. Schreibt in die Kommentare, wie ihr wie der Regen heute trashig auf eure Stirn prasselt, ja, oder ob ihr lieber Schnee hättet. Weil und, Regen ist Kacke. Schließt ihr eure Fenster um 1 Uhr nachts oder lasst ihr sie lieber offen? Ciao. Ja. Ciao. Das halt, ja.